Die Ostküste Madagaskars ist gekennzeichnet durch steil ansteigende Gebirge, welche anschließend in das zentrale Hochland übergehen. Bedingt durch diese Bergkette fällt dort der meiste Niederschlag in Madagaskar. Durchschnittlich 2000 mm Regen bilden ein feuchtwarmes Küstenklima, in dem man noch große Teile des Primär-, Berg- und Küstenregenwaldes finden kann. Perenier ist eines der bekanntesten Schutzgebiete Madagaskars und umfasst einen 810 Hektar großen Teil des Ostküstenhöhenzuges. In einer Höhe von 800 bis 1000 Meter über dem Meeresspiegel ist das hügelige Gelände mit tropischem Bergregenwald bedeckt. Bekannt ist das Schutzgebiet jedoch vor allem durch die größte noch lebende Lemurenart der Welt, den Inri. Innerhalb der Familienverbände von 3 bis 6 Tieren kommunizieren sie mit ohrenbetäubend lauten Rufen, die man bis zu 3 Kilometer weit hören kann. Sie sind damit die lautesten Tiere der Erde. Nach diesem Erlebnis kann jeder Besucher glaubhaft nachvollziehen, dass diese Tiere vor langer Zeit einmal eine ganze französische Garnison in die Flucht geschlagen haben sollen. Bis zu 100 Indri-Familien sollen heute noch in der Umgebung von Perenier existieren. Dass es diese Lemuren überhaupt noch gibt, hängt wahrscheinlich mit einer Legende zusammen, die erzählt, dass von einem alten Stamm, der einst hier lebte, zum einen der heutige Volksstamm, der Bezi Misaraka, und zum anderen diese Indris abstammen. Deshalb verbietet ein strenges Tabu, jemals einen dieser Lemuren zu töten. Nach 40 Minuten Fahrt über unbefestigte Gebirgsstraßen erreicht man den Mantadia-Nationalpark. Er ist touristisch kaum erschlossen und wird wegen der schweren Begehbarkeit häufig gemieden. Jedoch birgt er ein weiteres Highlight der Madagaskar-Reise in sich, das man nicht verpassen sollte. Die wunderschöne Diadem-Sifaka-Lemurenart. Der Diadem-Sifaka ist ein sehr zurückgezogen lebender Bewohner der östlichen Regenwälder. Fast nirgends bekommt man ihn besser zu Gesicht als hier. Diese Halbaffen leben, ebenso wie die Indris, in kleinen Gruppen von 4 bis 8 Tieren hoch oben in den Kronen der Urwaldriesen und ernähren sich hauptsächlich von Blüten und Früchten. Bekannt sind sie für ihre einzigartigen Warnrufe. Nährt sich ein Greifvogel der Familie, werden die jungen Tiere durch laute Warnrufe aufgefordert, die Baumkronen zu verlassen, um so vor dem Angreifer aus der Luft geschützt zu sein.
In solch einem Moment bietet sich dann die einmalige Gelegenheit, sich den Tieren mit Vorsicht und Ruhe zu nähern, um sie so aus nächster Nähe betrachten zu können. Die rein tagaktiven Tiere erreichen eine Kopf-Rumpflänge von 55 cm und besitzen meist schwarzbraun schimmerndes Fell mit weißen Flankenflecken. Knapp 400 Kilometer südlich von Tana erreichte man nach 2 Tagen den Ranomafana Nationalpark. Das 40.000 Hektar große Schutzgebiet liegt an der östlichen Flanke des zentralen Hochplateaus und besteht hauptsächlich aus tropischem Nebelwald, durchschnitten von zahlreichen Wasserläufen. ...2.900 Baumarten, 124 Vogel- und 27 Säugetierarten machen ihn zum artenreichsten Nationalpark Madagaskars. Doch seine Berühmtheit erlangte der Park erst im Jahre 1984, als der deutsche Primatenforscher Bernhard Meyer auf der Suche nach dem großen Bambuslemur einen bis dahin unbekannten Lemuren entdeckte, den goldenen Bambuslemur. Zudem existieren aber in den Waldgebieten Ranomafanas 11 weitere Arten, darunter der große und der graue Bambuslemur, der Rotbauchlemur, der schwarz-weiße Wari sowie das Fingertier. 5 der insgesamt 12 Arten sind davon nachtaktive Tiere. Bei ausgedehnten Wanderungen kann man jedoch noch einiges mehr entdecken. 52 Reptilienarten und nicht weniger als 130 Froscharten machen den Park zu einem Eldorado für Herpetologen. Denn ständig werden neue Arten entdeckt. Hier dürfen sich die Forscher noch als Entdecker fühlen. Dem Sonnenuntergang entgegen geht es nur noch knapp 50 Kilometer bis Ranuhira, dem Ausgangspunkt für Touren in den landschaftlich beeindruckenden Isalo-Nationalpark. An Grassavannen und reißenden Gebirgsbächen vorbei gelangt man kletternd über im Flussbett liegende Gesteinsbrocken in das Tal der Affen, einem Canyon, der stellenweise nur wenige Meter breit ist. Den Namen verdankt das Tal 3 hier vorkommender Lemurenarten. Dazu zählt der braune Lemur, der Katter, sowie vielleicht die schönste aller Halbaffenarten, der Sifaka. Er besitzt ein weißes Fell mit einigen braunen Partien und einer schwarzen Gesichtsmaske. Von einem erwachsenen Weibchen geführt, leben sie in Gruppen von 3 bis 13 Tieren und ernähren sich ebenso wie ihre Verwandten von köstlichen Blättern und Früchten. Immer wieder begegnet dem Besucher während der Wanderung der Sifaka.
Ihr Lebensraum sind hohe Bäume, in deren Baumwipfel sie mit ausgestreckten Armen in den frühen Morgenstunden sitzen, um möglichst viel wärmende Sonnenstrahlen aufzunehmen. Dieser äußerst schöne und bemerkenswerte Bewohner des gesamten Südwestens Madagaskars ist jedoch hauptsächlich durch dessen Sprungkünste bekannt. Geduldet man sich als Besucher etwas und beobachtet aufmerksam die Lemuren, bekommt man mit Glück ihre Sprungkünste über Distanzen von 10 Meter und mehr zu Gesicht. Als Ergänzung einer Tour durch diese Täler bietet sich für geübte Wanderer der Aufstieg in die Bergwelt des Isalo-Gebirges an. Lockerer Sandsteinboden und rutschiges Geröll erschweren dem Wanderer den Weg. Eine gute Kondition ist hier erforderlich, denn Höhenunterschiede von 300 bis 400 Meter müssen dabei bewältigt werden. Dafür wird man allerdings mit einer herrlichen Aussicht von den Tafelbergen belohnt. Ein komplett anderes Landschaftsbild öffnet sich in der oberen Gebirgsregion. Sukkulenten wie der endemische Elefantenfuß mit seinen leuchtend gelben Blüten sowie zahlreiche Aloengewächse bedecken fast das gesamte obere Bergmassiv. Ganz in der Nähe eines malerischen Wasserfalls kann man eine weitere Lemurenart entdecken. Der Katter, oder auch oft wegen seines auffälligen Schwanzes Ringelschwanzlemur genannt, ist wahrscheinlich die bekannteste Halbaffenart Madagaskars. Unverwechselbar ist ihr an Waschbären erinnerndes Gesicht, die schwarze bis in den Nacken reichende Scheitelkappe sowie der buschige, schwarz-weiß geringelte Schwanz. Die großen, aus bis zu 25 Tieren bestehenden Gruppen werden ebenso wie die Sifakas von erfahrenen Weibchen geführt. Sie bestimmen ihren Partner und führen die gesamten Familienverbände an.